wolltet Krieg? Den sollt ihr haben. Dann bringt mal eure Armee. Ich werde alles fressen. Alles. Kinder von Naios, ihr habt jetzt seit Jahrtausenden in einem Albtraum gelebt. Damit ist ab sofort Schluss. Mit jeder Stunde, die vergeht, sterben mehr von meinen Soldaten. Ich fürchte, wir marschieren unserem Ende entgegen. Und endlich erscheint sie vor dem Thron. Ich warte bereits, Verräterprinzessin. Hallöchen! Komm zurück zu Guild Wars 2, Secrets of the Obscur. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Ganzen, aber ich habe eine sehr gute Nachricht. Das letzte Story-Update für Secrets of the Obscur ist erschienen. Will jetzt spielen. Und das ist deswegen eine gute Nachricht, weil, ich sag mal so, wer die letzten Folgen gesehen hat, gut, die letzten Folgen waren nicht so ganz negativ, weil tatsächlich das letzte Update relativ okay war. Aber ich sag mal so, generell das ganze Add-on, dass ich meine, man hätte, man würde, wenn man die Secrets of the Obscur von Anfang an, das ist Let's Play von mir, sehen würde, würde man eventuell merken, dass ich nicht so ganz angetan bin von diesem Add-on. Das ist noch sehr freundlich formuliert. Ich finde das schrecklich. Ich finde das Add-on schrecklich. Es ist ein komplettes Griff ins Klo gewesen von ArenaNet. Und, also, weiß ich nicht. So, jeder kann seine Meinung haben, aber meine Meinung ist, das Addon ist scheiße. Und warum das so ist, das habe ich schon ein paar Mal erklärt. Guckt euch die vorherigen Folgen an. Wir machen jetzt aber Mitternachtskönig, das ist nämlich das neue, der neue Content, der jetzt mit reingekommen ist und auch das Story-Update und somit wahrscheinlich auch der Kampf gegen Epeich, den werden wir hier erleben. Freue ich mich mega drauf, weil der hat sich ja im letzten Update hat er sich ja revealed, also wirklich einmal gezeigt und der war schon ganz cool. Dementsprechend hoffe ich mal auf einen guten Kampf, eventuell. Vielleicht auch nicht, vielleicht sterben muss er auch einfach nur durch. War nicht eher das. So, hier wieder Daily Sachen, ne? Und natürlich neue Season. Und ich habe schon mal ein bisschen gesehen, was wir da bekommen. Wir bekommen nämlich wieder Mount Skin. Neuer Mount Skin ist immer gut. So, hier oben, oh, tatsächlich haben sie hier den Hintergrund mal ein bisschen geändert. Marker mal, ich sowieso merke, warum markert sich manchmal hier automatisch was an? Das ist so ganz komisch. Schließt Events in der Kristallwüste, da werden wir uns jetzt erstmal nicht aufhalten, das ist ein bisschen schwierig. Ausweichrolle, jo, da. Ausweichrolle übrigens, wieder hier der Super Trick, falls ihr das nicht wisst. Ich habe das jetzt schon mal gezeigt, aber der Super Trick. Gegnerischen Angriffen mit der Ausweichrolle ausweichen heißt nicht, ihr müsst Angriffe vom Gegner mit einer Ausweichrolle ausweichen, sondern ihr müsst einfach nur im Kampf sein und dann ausweichen, das zählt nämlich schon. Deswegen könnte ich hier einfach runterspringen und einfach Schaden nehmen und dann einfach mal so ein bisschen ausweichen. Ihr seht, das geht schon hoch, 66%. Und dann macht es einfach so lange, bis ihr dann die 100% habt. Zack, 100% und dann könnt ihr das abschließen. Ihr braucht dafür keinen Gegner. Gut, wir gucken mal, was uns das Neues sonst noch gibt, ne? Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert. Es gibt einen neuen Mount Skin hier für 1000.
habe ich natürlich. Deswegen gönne ich mir den auch. Sofort. Natürlich wieder die obligatorischen Sachen hier, wie Gold, was man sich durchaus holen sollte. Ne? Also diese Beutel von Münzen. Nicht dieses hier, sondern es gibt noch ein anderes, den wir jetzt nicht rausgenommen haben, was man nicht unendlich holen kann. Aber was günstiger ist, hier unten genau das, kann man sich 90 mal holen und kostet nur 6 Punkte. Und da kannst du halt eben für jeden Beutel ein Gold, kriegst du 90 Gold daraus. Für 6 Punkte. Das ist tatsächlich relativ günstig. Und dann kann man gucken, was man noch so haben möchte. Für Dinge, ne? Also zum Beispiel so Bildspeichererweiterungen oder mystische Münzen oder sowas. Dann geht es noch Skins, ne? Wieder neue schöne Skins und Waffenskins und so weiter. Fort Mount Skins natürlich sehr wichtig. Und auch wieder logischerweise. Das war der letzte Season. Kann man natürlich auch die Highlights kann man dann auch wieder rumholen. Aus der letzten Season ein wenig teurer, aber ne, wie kommen die? Hä? Ist Anti hier? Warte mal. Ich glaube, ich haben das Set hier weitergemacht, ne? Die Schuhe konnte man letztes Mal schon holen, jetzt kann man die ganzen anderen Sachen holen. Für das Rüstungsset hier. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt aus. Wenn man jetzt die Farben nicht so style eingestylt hat, wie ich es gemacht habe. Ich habe ja tatsächlich alles so in Rot und Gold gemacht, weil das alles so perfekt passt, vor allem auch zur Waffe, weil die standardmäßig so. Und ich glaube, der Umhang auch. Aber guck mal, vielleicht hole ich mir die ganzen Skins und dann style ich mich um, aber das machen wir natürlich jetzt nicht hier im Zweck. So, habt ihr ja schon mal alles gesehen, die wurde geupdatet, so sieht es aus, tatsächlich. Das haben wir alles hier in der aktuellen Season von Mitternachtskönig. Immer noch mehr. Natürlich die Fehlermeldung, die kurz aufploppt, wenn man den Store öffnet. Die ist nicht weg. Ja. Wir haben noch so, ja, so einen neuen Gleitschirmskin, hier so Wolken, so, ne, die man nutzen kann. Wir haben tatsächlich einen Wolfsgreif. Wer darauf steht hier. Und seinen Greifen in so einem Wolf Mischmasch machen. Für nur günstige 1600 Gems. Ja, und nochmal aktuell, wer 1600 Gems sich nicht kaufen möchte, sondern per Gold umwandeln möchte. 1600 Gems. Mal gucken. Wir wollen 1600 Gems. Er müsste 652 Gold hinblechen. Viel Spaß! Oder ihr kauft euch das einfach hier, ne? Edelsteinshop kaufen und dann könnt ihr 1600 Gems kaufen für 20 Euro. Also viel Spaß, 20 Euro Skin. Ne? Meine, mit 20 Euro könnt ihr euch andere Sachen holen, aber ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht befreit davon, dass ich in Guild Wars 2 vielleicht auch mal so den einen oder anderen Mount Skin gekauft habe, der 20 Euro gekostet hat. Also, ne? Ich will mich da nicht beschweren. Ich bin ja genauso jemand wie die Himmelschuppe, die Flasche Himmelschuppe. Ich meine, da muss man auch zugreifen, ne? So, da sind so ein paar Sachen hier, die schon, ne? Also das ist tatsächlich nicht neu, aber vieles mit Rabatt, das neu. Hier könnt ihr mit ein bisschen Rabatt ein paar Himmelschuppen-Skins holen. Also noch keine ab. Also, es gibt tatsächlich so ein bisschen was zu holen. Ja, dann fangen wir mal an mit Notmaßnahmen. Das Story-Kapitel. Wir sind nicht das letzte Story-Kapitel, sondern die letzten Story-Kapitel. Notmaßnahmen. Vor allem witzig, 3 von 3 Dinger hier. Also ich habe die schon. Und auch natürlich, falls ihr euch wundert, ja, es ist immer noch so, dass der Prolog, der hier oben ist, gleichzeitig auch noch hier unten ist. Fragt mich nicht, wieso das so ist. Wenn ihr hier unten den Prolog startet, dann startet ihr eigentlich den Prolog hier oben. Fragt mich nicht, warum das so ist. Das ist immer noch so. Es macht keinen Sinn. Na, jetzt wisst ihr das auch. So, bevor ich das starte,
Haben wir hier neue... Ja, wir haben eine Sache neu hier bekommen. Das heißt, wir fehlen 7 Punkte. Was brauchen wir hier noch für... Dienstleistungen im Turm des Zaubers hinzufügen. Obsidianrüstung aufwerten. Ah ja, genau, das ist mit der Obsidianrüstung. Genau, damit kann man die Tier-2-Rüstung machen. Ich habe nicht mal die Tier-1 gemacht. Eigentlich wollte ich das noch machen, aber irgendwie habe ich dann doch kein Interesse mehr gehabt. Ich hoffe, einigen Schutz gegen E-Parking, das ist der Telefon. Okay. Ich täglich eine Kiste aus dem Meta-Event Unterschlupf. Eine Spinne. Um besonders seltene Gegenstände zu erhalten. Aha. Na gut. Müssen wir mal sehen. Achievements, wie sieht's hier aus? Wir machen gleich weiter. Der Nasskönig. Gibt es ein paar Punkte, die auch wieder, ne? Hatten wir hier auch schon. sagen, ja, ArenaNet. Die Qualitätsprüfung ist on point, würde ich so sagen. Der mit Erna Öni, ne? Deutsch durchgespielt, würde ich sagen. Haben wir theoretisch, weil wir haben doch, glaube ich, ein bisschen was noch zusätzlich an Map bekommen, dass die ein bisschen erweitert wurde. Ein kleines bisschen, glaube ich, haben wir ein bisschen auch. Wo waren das nochmal? Was ist hier in Chronik drin? Hier mit den Einsichten? Ich bin so ein bisschen verwirrt. Achso, war hier wahrscheinlich, ne? Einsichten, da. Ja, eine Einsicht haben wir dazu bekommen. Okay, wow. Eine Einsicht, naja, gut, immerhin. Gut, dann starten wir das Ganze mal, ne? Ich hab's wieder zugemacht. Ja, gut. So, da. Dann. Der Wegfinder findet sich mit Verbündeten zusammen und bereitet den Angriff auf Dakiros vor. Das ist wahrscheinlich, so heißt wahrscheinlich die Zitadelle, ne? Oder der Ort, wo sich Epaich befindet. Es wird spannend, Leute. Wegfinder, ich muss euch bitten, sofort zum Lager zu kommen. Was ist los? Es gibt Spannungen zwischen unseren Verbündeten. Die Unsicherheit bezüglich unserer nächsten Schritte wächst. Und damit auch ihr Groll. Ich fürchte, wenn ihr nicht eingreift, wird es nur noch schlimmer. Ja. Ich komme so schnell ich kann. Keine Angst, Ramses. Wir kriegen das schon hin. Okay. Wieder positiv anzumerken, wie auch in im letzten Update von Secrets of the Obscure, deutsche Vertonung von Anfang an da. Ja, ich weiß, ich muss mittlerweile auf so etwas achten, denn wir haben ja schon Schlimmeres erlebt, ne? Will ich nur mal sagen. Also... So, weiter geht's hier. Ja, nicht festhängen. LOL. Falls ihr die Zauberer sucht, Dakta müsste oben sein. Nee, ich suche den Weg nach Naios. LOL. Hänge überall fest. So, gehen wir mal nach Naios und dann gucken wir mal, was so alles an neuen, seid gegrüßt, Wegfinder. An neuen Dingen. An Sachen zu entdecken. Weil wir sehen ja hier wieder einen Aussichtspunkt haben wir. Wir haben ein paar Sehenswürdigkeiten, keinen neuen Teleporter, aber ne, wir haben tatsächlich da so ein bisschen was Neues auf der Map bekommen. Wir sehen auch schon die Pfeile hier. Das wird wahrscheinlich hier hinten hingehen. Aber ich gehe mal auch davon aus, das wird jetzt nicht das Heftige sein, was wir jetzt noch alles finden müssen oder sowas. Gehe ich mal nicht von aus. Dementsprechend machen wir das mal so nebenbei.
Ein Map-Abschluss bekommen wir ja nicht nochmal, weil das haben wir ja schon gemacht. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn man die Map natürlich aufgedeckt hat, komplett und erkundet hat. Meta-Event scheinbar gibt es ein neues. Dann haben wir hier auf dieser Map tatsächlich sogar 3 Meta-Events. Gab es schon mal eine Map in Guild Wars 2, wo wir 3 Meta-Events auf einer Map hatten? Also jetzt nicht Dragonstand, ne? Das zählt jetzt nicht mit diesen 3 Wegen oder so. Das sind nicht 3 verschiedene Meta-Events. Ich meine jetzt so, ne, weil wir haben ja im Grunde genommen haben wir einmal das Meta-Event, was hier hingeht. Dann haben wir eins, was hier in Imbu startet und dann hier am Ende bei dem Wyvern endet. Und dann haben wir noch eins, was hier, ne, wir haben ja, wenn man das als zwei unterschiedliche Meta-Events sehen möchte, 2 Meta-Events. Ne, weil man hat ja dann einmal diese Pause dazwischen und dann geht es ja sofort weiter mit dem Meta-Event da oben, wo man dann da nochmal weiter kämpft. Und dann einmal das Meta-Event, wo man die ganzen Gebiete online nimmt. Aber 3 Meta-Events glaube ich noch nicht. Das ist eine Premiere, Leute. Wir haben eine Premiere. Das ist... Ne. Hier. Opfer des Nebels. Freund von Madame Paita. Vor eurer Ankunft stand ich am Rande des Nebels und musste hilflos zusehen, wie mein Volk beim Versuch zu fliehen seinem Gift zum Opfer fiel. Jetzt hat sich der Nebel vollzogen, aber ihre Essenz ist gefangen und ich kann nichts daran tun. Ich suche jemanden, der ihren Leid ein Ende setzen kann. Bitte kommt zu mir, eure Hilfe wird dringend gebraucht. Nachricht aufgeschrieben von Mitglied der Wache Binan. Also von Pleiton. Ist das einer, ist es ein Mensch oder ist das ein, man weiß ja nie, ne? Kann ja auch ein Kryptus sein. Aber Kryptus können ja auch vielleicht schreiben gelernt haben. So. Ob das jetzt storyrelevant ist, ich weiß nicht, aber es kann sein. Ich lösche es mal noch nicht. Wir sollen jetzt aber wohin? Sowieso dahin. Also gehen wir dahin. Erste Folge, wie gesagt, ist ein bisschen mehr labern. Da, ne? Zweite Folge ist tatsächlich dann immer so, da kommt's dann, da geht's dann richtig in Fahrt. Und da haben wir sogar noch eine Plüschimmelschuppe, die entweder nicht geladen ist. Auch die ist geladen, die ist nur sehr dunkel. Ich mag die Plüschimmelschuppe. Ich mag den Skin. Der ist geil. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Ich würde sagen, ja. Da. General Nephus, den wir ja letztes Mal gerettet haben, den ich eigentlich ganz cool finde. Wir müssen auf Verstärkung warten. Anders geht es nicht. Mit jeder Stunde, die vergeht, sterben mehr von meinen Soldaten. Glaubt ihr vielleicht, seine Geschütztürme stehen still, während wir warten? Genug jetzt. Regt euch ab. Um was geht es hier? Galrad ist nach Tyria zurückgekehrt, um Iskaren Bericht zu erstatten. Wir wissen nicht, was der empfehlen wird. Aber wenn er tatsächlich einwilligt, die gesamte Astralwache zu ficken, dann wäre es dumm von uns, ohne sie anzugreifen. Es wäre dumm, hier auf Verstärkung zu warten, die vielleicht niemals kommt. Wart ihr mal da draußen? Wir mussten uns auf Dutzende von Positionen verteilen, die wir nur mit Mühe halten konnten. Wie lange noch, bis unsere Front zusammenbricht? Müssen wir alle erst sterben, bevor wir zuschlagen dürfen? Hört auf, alle beide. Ihr seid doch Generale. Behandelt euch wenigstens gegenseitig mit Respekt. Gut, vielleicht könnt ihr mir hierbei helfen. Ich verstehe ja, dass ihr gern Verstärkung hättet, aber ich kann mich nicht von Iskarens Launen abhängig machen. Ich will aber auch nicht, dass sinnlose Opfer gebracht werden.
Ich beobachte das Schlachtfeld jetzt schon seit Wochen. Die ganze Zeit waren wir unterbesetzt und verwundbar. Bitte verzeih mir, Madame. Ich werde unsere Verteidigung neu strukturieren. Ganz ruhig, Ramses. Das sollte kein Vorwurf sein. Aber wenn Iparichs Truppen uns schon die ganze Zeit hätten vernichten können, warum sind wir dann noch hier? Wollt ihr damit sagen, Iparichs Armee ist nicht so stark, wie sie erscheint? Das ist nicht möglich. Ich weiß, dass ihr, genau wie ich, die Seelen tausender in Sakiros stationierter Soldaten gespürt habt. Ich möchte genauso gern losschlagen wie ihr, Madame. Aber wir dürfen unseren Feind nicht unterschätzen. Wenn wir jetzt losziehen und ihr habt euch geirrt, dann ist mein Kopf der erste, der rollt. Ich verlange nicht mehr von euch, als was ich selbst zu geben bereit bin. Also, was kommt dann als nächstes? Wir führen da draußen gerade verschiedene vorbereitende Aktionen durch. Dabei könnten die Truppen sicher eure Hilfe brauchen. In ganz Naios finden Kämpfe statt. Wenn wir unsere Truppen aus diesen Konflikten abziehen könnten, würde das unsere Chancen verbessern. Ich bleibe hier, um unseren Schlachtplan zu entwerfen. Oder vielleicht mögt ihr mich dabei unterstützen. Ich sage euch Bescheid, Wegfinder, wenn es losgeht. Ihr sollt doch nicht den ganzen Spaß verpassen. Hier. Naja, Spaß ist relativ, ne? Okay, ich habe schon Spaß jetzt auch an diesem Update, weil jetzt bin ich noch das letzte Story-Update, dieses nicht so geilen Add-on sein. Das ist natürlich auch ein Grund zum Feiern, aber naja, vielleicht wird das ja ein geiler Endkampf sein, der cool inszeniert ist und dann hat man zumindest noch ein bisschen Spaß am Ende. Wir haben nur zwei Leute, mit denen wir reden, ne? Frodo und General Nephus gehen einfach weg. Reden wir mit denen mal. Ja, Wegfinder. Oder. So schlimm ist es ja nicht mehr, ne? Das hatten wir ja nur beim ersten Mal, wo wir Ramses zum ersten Mal getroffen haben. Da hat er ja richtig. Eine richtig krasse Bassstimme abgebasst. Naja, sucht nach Ramses und. Seht nach Ramses und Arena. Okay, das ist quasi das. Ich will mal gucken. Das seht ihr mittlerweile, ne? Habe ich ja wieder drin. Haben wir hier Arrow Fate Import New Sparker Pack. Ja. Also dieses Auto-Update-System von Blizzard ist ja auch irgendwie nicht so ganz geil. Es, ne? Funktioniert halt mal und mal nicht. So, jetzt hat es funktioniert. Doch noch Dingens drauf, ne? Tacket ist aber up to date. Okay, das hat sich wieder automatisch aktualisiert. Na gut. Was haltet ihr von diesem Plan? Was haltet ihr von diesem Plan? Ich muss sagen, ich habe gewisse Bedenken. Ich hatte gehofft, dass mehr Landsleute sich uns vor dem letzten Sturm auf die Bastion anschließen würden. Aber Peter hat recht. Wenn Eparchs Armee so stark wäre, wie wir glauben, wieso haben sie uns da noch nicht in den Boden gestampft? Wir haben hier eine Redensart. Stecken deine Hörner erst drin, dann steckt auch dein Kopf drin. Vom ersten Schlachtruf an habe ich mein Leben riskiert. Jetzt mache ich dann auch keinen Rückzieher mehr. Ja. Am Anfang war Ramses ja noch so ein bisschen der Philosoph und hat so ganz komische Sätze gesprochen. Und jetzt ist er immer so komplett anders. Na gut, die Lage ist ja gerade ziemlich angespannt. Ich lese das übrigens auch alles immer noch vor, auch wenn jetzt gerade wieder mein Charakter meint, die Sachen auch nochmal selbst zu sprechen. Wir haben ja auch aus dem letzten Update gelernt, das ist nicht, hat nicht so eine große Konsistenz, irgendwann gibt es bestimmt wieder die Stelle, wo mein Charakter dann aufhört auf einmal damit. Weil ich Arena nicht dachte, das müssen wir dann doch nicht mehr machen. Deswegen. Nee, die ist trotzdem vor, ne? Also, ne, die Lage ist ja ziemlich angespannt, ne? Die Lage ist ja gerade ziemlich angespannt. Ist doch kein Wunder. Das Schicksal unserer Welt steht auf dem Spiel. Und auch das Leben unserer Soldaten.
Frode und der General streiten wohl über ihre Methoden, aber sie verfolgen dieselben Ziele. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Eure Gegenwart erinnert die Leute daran, wofür sie letztendlich kämpfen. Eure Rolle ist nicht zu unterschätzen. Ihr seid genauso wichtig für unsere Chancen wie die anderen. Und dafür danke ich euch. Hey, ich sehe jetzt hier schon, ne, dass wir wieder Events machen müssen, um Balken zu füllen. Ich bin ja erst den, wenn wir hier raus sind. War klar, dass wir das machen müssen. Also so, ne, klang halt schon danach. Aber gut. Ja. Das machen wir mal kurz. Easy. Es geht nicht mit ihr hier. Es ist fast an der Zeit. Ja, wollt ihr mich etwas fragen? Wird uns Isgarren denn helfen? Wird uns Isgarren denn helfen? Das weiß ich wirklich nicht. Ich wünschte, es wäre so. Aber er handelt auf einer völlig anderen Ebene als ich. Es würde einen großen Unterschied machen, ihn hier zu haben. Wir brauchen jeden mächtigen Verbündeten, den wir kriegen können. Aber ehrlich gesagt, stimme ich Nefus zu. Wir verlieren gute Soldaten beim Versuch, diese Linien zu halten. Wir müssen zuschlagen, solange es noch geht. Okay. Sind die Truppen denn bereit? Sind die Truppen bereit? So bereit, wie sie nur sein können. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, um mit ihnen zu arbeiten. Aber diesen Luxus können wir uns nicht leisten. Erst wenn die Schlacht beginnt, werden wir sehen, ob wir gute Arbeit geleistet haben. An dem Punkt entscheidet es sich immer. So, musst du kurz, unterbrechen, denn mich hat PayPal angerufen. Das ist ja krass. Natürlich Scam gewesen. Mal gucken, was passiert. Das war so eine blöde Bandansage und dann habe ich keinen Bock, da die einzudrücken, damit ich dann verbunden werde. Ich dachte, es sind tatsächlich direkt jemand dran, damit ich den hart durchbeleidigen kann. Was für ein maximaler Wixer der ist. Aber hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Gut, wir sind durch und wir gehen jetzt raus. So, jetzt haben wir hier den Barton. Ich würde mal sagen, so richtig machen wir in der nächsten Folge. Ne? Also ich würde mal noch nicht sagen, dass wir das jetzt schon machen. In der nächsten Folge, dann haben wir richtig schön Zeit. Wir jetzt schon viel Zeit verschwendet haben. Und wir haben tatsächlich einmal... Wir müssen... Was? Gefechtsevents und Abenteuer geben euch mehr Vorteile. Ja, ich würde mal sagen, wenn dann überhaupt, gehen wir dann in... Ach so. Hä? Okay. Gehen wir mal hier so hin. Oder hier sind so Kryptis-Essenz freisetzen, Abenteuer. Na, hier so. Das sollen wir dann tatsächlich irgendwie machen. Wobei, wir können das mal probieren. Bestimmt irgendwie mal Fun machen. Wie das so ist. Aber. Ja, ausprobieren kostet ja nichts, ne? Würde ich mal sagen. Dementsprechend, nächste Folge geht's weiter. Dann machen wir richtig Action. Und. Achso, das ist diese eklige Himmelschuppe. Und dann. Ja. Mal sehen, ne? Ich möchte Epaich bekämpfen. Und hoffentlich wird das ein guter Kampf. Nächstes Mal haut rein. Tschüss.